Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Ich bin über eine interessante Zeitungsanzeige gestolpert. Impfen, impfen, impfen. Was da scheinbar für ein Milliarden- und Geschäft im dreistelligen Bereich da dahinter steckt. Das sieht man an ganz einfachen Dingen. Wenn Sie das interessiert, wie einfach das ist und dass das Propaganda bis zum Anschlag ist, dann gucken Sie hier. Ich zeige es Ihnen ganz einfach. Eine Zeitung. Da oben steht klein. Sehen Sie das? Da, Moment, so rum. Da steht Anzeige. Sehen Sie es? Da oben, klein. Und wie groß ist die Anzeige? So groß. Das ist eine einseitige Anzeige. Das werde ich Ihnen mal sagen. Also ich kann Ihnen sicher sagen, so eine große Anzeige kostet rund 350 Euro. Was wird das kosten? Fragen wir uns doch mal. Ich schätze mal 3000. Eine ganzseitige Anzeige. Und das ist hier die Wetzlarer Neue Zeitung. Hat keine Dinge. Und, ja. Und da haben wir so eine kleine Anzeige von geschätzt 3000 Mark, Euro, Entschuldigung, drin. Ja, aber das muss ich doch rechnen. Weil da steht ja ganz klein Anzeige und da oben gesund, ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Und ja gut, das steht da und dann geht das natürlich, kommt hier grippefrei durch die kalte Jahreszeit, natürlich mit dem jemand, der lächelt, so wie so ein Fotomodell, wo man manchmal denkt, am liebsten würde man dieser Person, ob es jetzt Männlein oder Weiblein ist, aber die Gesichtsausdrücke sind so indifferent und nichtssagend, dass es einem nur so graust. Aber das muss ja, wie gesagt, muss ich rechnen. Hier habe ich eine Anzeige, wobei ich davon ausgehe, wenn das da oben steht, das ist meines Erachtens, da oben steht es, das ist meines Erachtens nicht mal erkennbar, dass diese ganze Seite eine Anzeige, das scheint eine ganzseitige Anzeige zu sein. Ich weiß überhaupt nicht, ob das klar ist, weil woran soll man das erkennen? Ja, und dann geht es natürlich hier, wer sich gegen die Grippe impfen lassen sollte, doch sollte man sich trotz Corona-Impfung auch gegen die Grippe impfen lassen. Auf jeden Fall! Und so weiter, ganz klar natürlich. Ein positiver Nebeneffekt der Grippeimpfung. Man schützt damit auch die Mitmenschen, die möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Ja, aber bei einer Infektion besonders gefährdet sind. Es werden also Wirkungen und Nebenwirkungen. Und die meisten bestehen aus einem nicht vermehrungsfähigen Antivirus-Antiteil und können eine Influenza nicht auslösen. Ein vollständiger Schutz und Dornen und Fieber, Gliederschmerzen, Mattigkeit oder auch Beschwerden wie Rötung und so weiter. Also ich habe von jemand erfahren, war bei der Corona-Impfung und am nächsten Tag lag die Dame im Koma. Das steht da nicht, aber das kann halt mal passieren. Und die Grippeimpfung und so weiter und diese schützt und nicht. Also das Problem bei der Grippeimpfung ganz kurz, wir haben ungefähr, ich weiß nicht, ein paar hundert Stämme oder tausend und sie haben einen Impfstoff gegen vier dieser Stämme und da muss man raten und wenn das nicht ist, dann kriegen sie trotzdem Grippe. Werden sie trotzdem krank, weil man da einfach raten muss. In Wahrscheinlichkeit von 4, sagen wir von 4 zu 200, ist relativ hoch, dass der Virus sich dann, der andere Virus dann ausbreitet. So viel zum Thema Grippeimpfung. Also ich habe mal auf eine Grippeimpfung allergisch reagiert, aber das war nur auf das Hühnereiweiß. Demnächst kommt eben, nur zum wiederholten Male zur Warnung, eine neue Grippeimpfung. Und da ist das Adjuvans drin, das AS03. Und mit diesem Adjuvans wurden schon bei der Schweinegrippe in Europa 2000 Menschen an Narkolepsie angesteckt, erkrankt, also eine Autoimmunkrankheit, also nicht angesteckt, sondern und wenn man die alle, diese ganzen Dinger von diesem speziellen Grippeimpfstoff verimpft, sind es demnächst 5000. Es steht übrigens auch auf dem sogenannten Waschzettel, wie die Mediziner sagen, also auf dem Beipackzettel drauf, dass diese Nebenwirkung auftreten kann. Also die haben sich abgesichert, das steht da einfach drauf, Narkolepsie, erhöhte Narkolepsie-Wahrscheinlichkeit. Also wenn Sie da einen 15-Jährigen impfen, der darf dann nie mehr Auto fahren und so weiter. Gut, also das ist die erste ganz große. Und wer sich impfen oder und so weiter. Und dann kommt natürlich die nächste Werbeveranstaltung da unten. Da
Oh, jetzt, ach, das ist immer das, hier, da unten, das da, die da, falsch, die da. Und dann eine unterschätzte Gefahr, Keuchhusten im Alter. Und dann wird dann natürlich, und natürlich dies, ne, die Summa summarum, da die meisten Erwachsenen den Verlauf meist atypisch sind und so weiter. Die Gefahr ist umso größer, da das Immunsystem in den Jahren schwächer wird, stimmt. Tatsächlich sind 2/3 älteren Erwachsenen unzureichend gegen Keuchhusten geschützt. Ein Schutz kann eine Auffrischungsimpfung, wenn natürlich und so weiter, die von der ständigen Impfkommission STIKO empfohlen wird. Daher ist es ratsam, seinen Impfstatus zu prüfen und beim nächsten Arztbesuch nachzufragen, wie man sich am besten schützen kann. Ja klar, Hygienemaßnahmen und so weiter. Das ist das. Also das sind die 2 Impfsachen. Und dann kommt hier, da ist tatsächlich nichts. Ich habe hier nicht, auf jeden Fall da ist hier nichts. Und dann kommen noch so 2 andere Sachen. Die kleinen Sachen, das Kopf-B ist behandelbar. Da steht, glaube ich, nichts von Impfung. Tatsächlich. Und zum anderen ist da unten dem Immunsystem auf die Sprünge helfen. Da unten mit diesem schönen, da gucken Sie, da können Sie dem Immunsystem mit auf die Sprünge helfen, indem man sich gesund ernährt. Ich kann Ihnen sagen, die gesunde Ernährung ist, es gibt zwar Ernährung, die krank macht, aber die im Allgemeinen, also die Ernährung, die man hier hat, dass da können Sie mit Ausnahme da oben, ich weiß nicht, was das sein soll, da oben, da können Sie gleich trockene Papiertücher frühstücken. Das hat genau 0 Nährwert, also Tomaten und so weiter. Was ist das? Das sind rohe Gurken, rohe Tomaten, rohe gelbe Rüben und Brokkoli, der so gesund gilt, mit Sulforaphane und irgendwas so Gift ist da drin. Das ist nämlich giftig Zeug, im Gegensatz zum Blumenkohl, den sollte man, der ist vernünftiger. Und da oben ist so ein Herzchen da drin, das hat man, sehe ich jetzt gerade, wird als Herz dargestellt. Also gesunde Ernährung gibt es nicht. Und wenn Sie so essen wollen, dann holen Sie, geben Sie ein Kilo Gehirn ab und nehmen dafür, wie die Affen, 2 Meter zusätzlich, glaube ich, Dickdarm brauchen Sie dann. Allerdings, selbst die Affen, wenn die nur auf solche Nahrung angewiesen sind, machen Sie es wie die Kaninchen. Die müssen dann auch mal hinter sich greifen, damit sie dann überleben, wenn Sie wissen, wie ich das meine. In diesem Sinne, die deutsche Impfkuh, der deutsche Impflemming, ein gigantisches Geschäft offensichtlich, weil wenn das hier geschätzte 3.000 Euro sind, kostet diese Kampagne geschätzte, naja, sagen wir mal 5 Millionen Euro in Deutschland, wenn das überall durchgezogen wird, so eine Kampagne. Und das heißt also, es rechnet sich immer, das heißt also rein mit dem Zeug. Das ist ja, angeblich kann es ja nichts schaden. Wobei natürlich jede Impfung ein Eingriff ins Immunsystem ist. Und ich kann Ihnen als Ingenieur sagen, nach fest kommt ab. Oder nach dem Motto, alles was man übertreibt, taugt nichts. Ich habe jetzt auch von jemandem erfahren, die Person hat sich die 5. Impfung geben lassen und hat nicht gut vertragen. 4 waren perfekt, 4 waren problemlos. Bei der 5. hat es dann mal kräftig gekracht. Ja, in diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören.